Ich möchte jetzt hier nochmal ein bisschen darauf eingehen, wie wir einen digitalen Regler aus einem analogen Regler entwerfen. Wenn man da in die Literatur guckt, dann wird das als sogenannter quasi kontinuierlicher Entwurf beschrieben. Und das ist ja genau das, was wir in unserem Praktikum machen. Wir fangen an, unser Ausgangspunkt ist eigentlich an dieser Stelle die DGL des analogen Reglers. Das heißt, wenn wir betrachten, so einen analogen PID-Regler, hier mal so einen Block hin, dann haben wir irgendwo als Eingangsgröße hier die Regeldifferenz XD, als Ausgangsgröße ein Signal Y, wobei dieses XD hier Sollwert minus Istwert ist, das heißt der Referenzwert minus den gemessenen Wert. Und dann wissen wir aus der Regelungstechnik noch raus, für so einen PID-Regler können wir eine DGL angeben. Zum Beispiel jetzt Y von T wäre KP mal XD von T plus 1 durch TN, die Nachstellzeit, mal das Integral von 0 bis T über XD Tau d Tau plus an dieser Stelle KD, die Differenzierverstärkung, multipliziert mit der Ableitung von XD. Und dann haben wir hier sozusagen die drei Anteile. Das erste ist dieser P-Anteil. Dann habe ich den I-Anteil mit dem Integral. Und wir haben als letztes den D-Anteil. Dieser Gleichung für den analogen Regler können wir jetzt den diskreten ableiten, wenn wir jetzt an der Stelle abtasten. Das heißt, wir gehen jetzt über, sagen hier Abtastung. Ich betrachte die Zeitpunkte k mal ta im festen Raster ta mit unserer Abtastzeit, wobei jetzt hier ta zum Beispiel 10 Mikrosekunden wäre bei unserer PWM. Und dann kommen wir zu folgender Differenzengleichung. Y von k, ich führe jetzt die Abkürzung hier ein, sozusagen an der Stelle, dass wenn ich statt k mal ta habe, schreibe ich bloß y an dieser Stelle in eckigen Klammern von k. Hier müsste eigentlich immer eigentlich k mal ta drin stehen. Aus dem p-Anteil wird wieder ein p-Anteil kp mal xd von k, wenn ich das abtaste, also nur denselben Wert nehme. Aus dem Integral hier, dem i-Anteil, wird Folgendes, da wird 1 durch tn, das bleibt, und das Integral wird durch eine Summe angenähert. Die Summe n gleich 1 bis k über xd von k, aber jetzt multipliziert mit ta. Schauen wir uns gleich an, warum das so ist. Und aus dem d-Anteil wird hier ein Differenzenquotient. Das heißt, ich kriege hier kd multipliziert mit einem Quotienten geteilt durch ta, und zwar xd von k minus xd von k minus 1. Das ist jetzt bloß eine Möglichkeit. Tatsächlich gibt es hier mehrere Möglichkeiten. Wir haben jetzt hier prinzipiell eine Rechenvorschrift für diesen digitalen PID-Regler. Und wir wollen uns jetzt bloß kurz angucken, warum sieht das so aus, wie das aussieht? Das heißt insbesondere, warum wird der D-Anteil und der I-Anteil so umgewandelt? Und dann wollen wir uns angucken, wie komme ich vielleicht zu einer etwas geschickteren Darstellung, weil tatsächlich ist diese Gleichung noch nicht sehr sinnvoll. Das heißt, als kurze Anmerkung, hier schauen wir uns an, wie kommen wir zu dieser Summenbildung und zu diesem Integral. Das heißt, für den I-Anteil betrachten wir mal folgende Abbildung. Was macht eigentlich dieser I-Anteil? Eigentlich haben wir irgendwo das Signal XD als Zeitfunktion über der Zeit, irgendwie so ein Verlauf. Und dieser I-Anteil berechnet jetzt als Ausgang das Integral über diese Funktion. Das macht eigentlich der I-Anteil in einem Regler. Was haben wir jetzt, wenn wir abtasten? Wenn wir abtasten, dann nehmen wir Proben sozusagen von diesem Wert im Abstand TA. Das heißt, ich habe hier 0. Hier habe ich TA, hier habe ich 2TA, dort habe ich 3TA und so weiter. Und wenn ich jetzt an der Stelle hier das Integral berechnen möchte, sagen wir, okay, Integral wird diskretisiert zu einer Summe. Und jetzt kann ich einfach sagen, okay, mache hier eine Rechtecksumme. Ich sage, okay, eigentlich die Fläche unter der Kurve nähere ich an durch diesen Verlauf. Ich nehme hier diese Rechteckfläche, dann nehme ich
diese Rechteckfläche, ernähre das also an durch eine Treppenfunktion, diese Rechteckfläche. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, habe ich also hier sozusagen Abschnitte, die immer die Breite TA haben. An der rechten Seite habe ich hier einen Funktionswert, das wäre jetzt zum Beispiel der Funktionswert xd an der Stelle TA. Und dadurch kann ich sagen, okay, tatsächlich, wenn ich das aufsummiere, muss ich die Fläche dieser Rechtecke aufsummieren und genau das hier passiert hier oben. Das heißt, ich muss den Funktionswert an der jeweiligen Stelle nehmen und mit der Breite dieses Rechtecks multiplizieren, um diese Fläche zu kriegen. Und dadurch komme ich jetzt hier an der Stelle zu diesem Summenterm an dieser Stelle, der mein Integral ersetzt. Das gleiche beim D-Anteil. Wenn wir das diskretisieren, erinnern wir uns zurück an die Mathematik, wo wir gesagt hatten, wir kommen sozusagen zur Differenziation, wenn wir den Differenzenquotienten nehmen und gegen 0 gehen lassen. Das heißt, betrachte ich wieder hier den zeitlichen Verlauf xd von t. Dann ist die Frage, okay, wie bestimme ich jetzt die Ableitung näherungsweise? Ich habe jetzt bloß wieder Abtastwerte, das heißt hier zum Beispiel an der Stelle k minus 1 mal ta und hier an der zweiten Stelle k mal ta und dann hatten wir irgendwo mal kennengelernt, okay, tatsächlich die Ableitung können wir annähern durch sozusagen diese Sekantensteigung, das heißt tatsächlich hier diese Steigung müssen wir bestimmen. Und was ist diese Steigung, wenn wir das ausrechnen? Diese Steigung ist nichts anderes als xd an der Stelle k mal ta minus xd an der Stelle k minus 1 mal ta geteilt durch ta, weil der Abstand zwischen diesen beiden Punkten hier TA ist und das andere sind entsprechend die Y-Werte. Und so komme ich also auch an dieser Stelle zu diesem D-Anteil und das erklärt jetzt, warum ich hier auf der einen Seite einen Differenzenquotienten habe und hier diese Summenbildung. Gut, jetzt hat diese Gleichung, die wir hier oben haben, diese Rechenvorschrift, hat noch ein Problem. Wenn wir die jetzt berechnen wollten, werden wir nicht froh im Mikrocontroller, weil wir hier sozusagen die Summe bilden müssten von 0 oder von dem ersten Wert bis zu dem aktuellen Wert k. Das heißt, wenn wir im 10.000. PWM-Takt sind, müsste ich hier an der Stelle alle 10.000 alten Werte der Regeldifferenz gespeichert haben und aufaddieren. Das ist nicht sinnvoll, deswegen machen wir das besser, indem wir die Summation sozusagen rekursiv definieren. Das heißt, das Problem ist hier Summation über unendlich viele Werte oder Summation über alle Werte seit Beginn. Und das formen wir jetzt um. Wir sagen, besser gehen wir vor, indem wir sagen, die Summe an dieser Stelle von n gleich 1 bis k über xd von n. Oh, da ist hier oben ein Fehler, das muss hier oben xd von n heißen. Ist an der Stelle das gleiche, als ob ich die Summe nehme in einem Takt vorher. Das heißt, die Summe von n gleich 1 bis k minus 1 xd von n plus den aktuellen Wert xd von k. Das heißt, das ist natürlich das gleiche wie diese Summe. Das heißt, wir können auch sagen, okay, im Prinzip die Summe der Regeldifferenz entspricht der alten Summe plus der aktuellen Differenz, der aktuellen Regeldifferenz. Und auf diese Art und Weise werden wir jetzt hier an der Stelle dann unser Rechenvorschrift für diesen PID-Regler besser umsetzen. Das heißt, wenn wir das einsetzen, folgt daraus dieser PID-Algorithmus, den wir einsetzen werden an dieser Stelle. Y von k ist zum einen kp mal xd von k, das heißt der aktuelle Wert der Regeldifferenz wird mit der Proportionalverstärkung bestimmt, ergibt den p-Anteil plus jetzt diese Summe, die wir ersetzen an der Stelle,
durch sozusagen eine Ausdruckssumme von k. Ich kann sagen, das hier ist sozusagen die Ausdruckssumme von k. Das hier wäre Summe von k minus 1 und das wäre die aktuelle Regeldifferenz. Summe von k minus 1 und das wäre die xd von k. Ersetzen wir das also und sagen, das hier ist die variable Summe. Jetzt ziehen wir hier noch das ta raus und schreiben das da vorne hin. Das heißt, wir kriegen dann mal ta, also plus ta durch tn multipliziert mit an dieser Stelle Summe von k, wobei Summe von k definiert ist wie hier oben diese Darstellung, plus an der Stelle kd mal xd von k minus 1 minus xd von k minus xd von k minus 1. Lass uns vorstellen, das würde jetzt k minus 1 stehen. Gut, durch ta. Das heißt, tatsächlich haben wir jetzt hier Folgendes. Y von k ist jetzt wieder sozusagen ein p-Term, Proportionalterm plus ein i-Term plus ein d-Term, ein differenzieller Term. Und jetzt müssen wir aufpassen, Achtung, wir sehen jetzt, wir können jetzt an dieser Stelle die Parameter des analogen Reglers benutzen, um die des digitalen zu bestimmen. Das heißt, wir könnten auch tatsächlich sagen, y von k wäre hier nichts anderes als kp mal xd von k plus KI mal diese Summe von K plus ein neuer Wert KD mal XD von K minus 1, von K minus XD von K minus 1. Und dann habe ich hier sozusagen die diskrete Integrierverstärkung, das wäre TA durch TN. Und ich habe hier die diskrete Differenzierverstärkung. Das heißt, wir dürfen uns nicht vorstellen, dass das der gleiche Wert ist, sondern das hier ist im Zeitdiskreten. Das ist der ursprüngliche Wert KD durch TA. Und das sind jetzt hier an der Stelle die Werte, mit denen ich das hier umrechnen muss. Das heißt, wir sehen, der p-Anteil bleibt gleich im zeitkontinuierlichen und zeitdiskreten. Der i-Anteil errechne ich aus der ursprünglichen Nachstellzeit, indem ich die Abtastzeit durch diese Nachstellzeit teile. Ich muss also die Abtastzeit kennen in meinem System und den D-Anteil rechne ich genauso um. Wollen wir uns kurz mal angucken, wie das in Anführungszeichen in einem Pseudocode aussieht. Das heißt, schreiben wir das mal kurz hin, hier als Pseudocode oder Pseudo-C-Code. Wenn wir das aufschreiben wollten, wie könnte man das machen? Wir brauchen ein paar Variablen. Wir brauchen Sollwert, Istwert, Regeldifferenz. Das heißt, wir haben hier die Variablen, die nenne ich mal xd, ist, soll. Dann brauche ich einen Wert Summe alt und ich brauche noch xd alt, wenn ich an der Stelle diesen D-Anteil berechnen will. Und dann kann ich sagen, okay, tatsächlich, wie sieht das aus? Der Algorithmus, ich berechne zunächst die Regeldifferenz, sage also xd, der neue Wert der Regeldifferenz ist Sollwert minus Istwert. Dann sage ich, ich berechne die neue Summe. Die Summe ist die alte Summe plus der vorher ermittelten neuen Regeldifferenz. Und dann kann ich jetzt sagen, okay, ich bestimme an dieser Stelle jeweils einzeln den p, den i und den d-Anteil. Ich kann jetzt sagen, ich habe hier sozusagen einen p-Anteil. Das wäre jetzt eigentlich auch noch eine Variable. Ich brauche hier p, i und d. Wäre an der Stelle ein Wert kp mal xd. Ich habe einen i-Anteil. Der wäre jetzt an dieser Stelle ein Wert KI mal Summe. Und ich habe als letztes einen D-Anteil. Das wäre hier an der Stelle KD mal XD minus XD alt.
Und mein Rückgabewert, nennen wir den mal Red, mein Rückgabewert wäre dann diese Anteile P plus I plus D. Und das könnte ich dann von so einer Funktion Beispiel hier zurückgeben. Wobei ich dann jetzt noch aufpassen muss, Achtung, ich muss jetzt noch die Variablen sozusagen neu speichern. Ich muss jetzt hier noch sagen, okay, xd alt, nachdem ich die Berechnung durchgeführt habe, ist xd, wenn ich die Funktion das nächste Mal aufrufe, und Summe an dieser Stelle oder Summe alt an dieser Stelle wäre das gleiche wie Summe, damit das überschrieben wird. Und wenn ich dann das nächste Mal die Funktion neu aufrufe, haben wir hier an der Stelle die fertigen Werte. Wobei KP, KI und KD, diese Werte können wir im einfachsten Fall als globale Konstante hinterlegen. Also man könnte es jetzt auch noch sinnvoller machen. Man könnte jetzt zum Beispiel ein Struct definieren und die dort reinspeichern. In unserem Mikrocontroller-Programm werden wir jetzt den Wert hier als globale Konstante definieren. Das war jetzt eigentlich alles zur Umsetzung von diesem Regler. Jetzt noch eine kleine Anmerkung, die es uns erlaubt, den Regler sehr schnell zu realisieren. Tatsächlich würde man jetzt sagen, okay, XD, Istwert, Sollwert, Summe, Summe alt, XD alt und so weiter. Das sind alles Fließkommazahlen. Wir würden die eigentlich als Float definieren in unserem C-Code. Tatsächlich wird das bei dem Mikrocontroller, den wir im Praktikum verwenden, zu einem Problem führen, weil wir an dieser Stelle einen Mikrocontroller haben, der keine Floating Point Unit hat. Das heißt, er kann nicht schnell Multiplikation und Addition an dieser Stelle mit Fließkommazahlen durchführen. Deswegen ist eine bessere Idee hier an der Stelle eine Festkommazahlrealisierung zu machen oder also mit Integerzahlen an dieser Stelle zu rechnen. Das heißt, das wollen wir uns kurz angucken. Festkommazahlen berechnen, wobei wir jetzt hier keine Theorie machen über Festkommazahlen, sondern ich möchte bloß kurz zeigen, wie wir den Regler sinnvollerweise umsetzen können. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wir statt Float-Typen Integer benutzen. Machen wir ein kleines Beispiel. Wir erinnern uns, wie Zahlsysteme aufgebaut sind. Das heißt, wir kennen Zahlen. Nehmen wir zum Beispiel die Zahl Pi oder so, 3,14 abgekürzt. Und dann wissen wir, die Information letztlich steckt jetzt in den Ziffern drin und dort, wo das Komma steht. Das heißt, wir haben hier zwei Stellen nach dem Komma. Wir haben jetzt hier an der Stelle die 3 vor dem Komma. Das heißt, wir haben eigentlich drei Ziffern. Wir bräuchten aber nur die Informationen über die Werte an diesen einzelnen Stellen und wo das Komma ist. Ich könnte jetzt auch sagen, tatsächlich, wir annehmen, das ist zum Beispiel eine Spannung, 3,14 Volt, ich könnte das ja auch in Millivolt ausdrücken. Und das ist jetzt sozusagen dieselbe Idee, wenn wir zu Integer übergehen und dann mit eigentlich Festkommazahlen rechnen. Ich könnte jetzt sagen, okay, tatsächlich, 3,14 Volt entspricht ja an dieser Stelle 3140 Millivolt. Was habe ich gemacht? Hier steckt dieselbe Information drin. Ich habe sozusagen bloß das Komma verschoben an dieser Stelle da hinten. Das heißt, ich habe hier die Zahl einfach mit einem Faktor 1000 multipliziert und kann jetzt Rechenoperationen durchführen, nachdem ich sozusagen diese Transformation mit der Multiplikation mit einem Faktor 1000 gemacht habe. Und das ist die Idee, die wir jetzt machen werden, um jetzt schnell unseren PID-Algorithmus realisieren zu können in einem Mikrocontroller, der keine Floating Point Unit hat. Wir rechnen einfach die Zahlenwerte um. Und das Einfachste vielleicht, was man am schnellsten sieht, ist, dass wir an dieser Stelle hier zum Beispiel mit dem Faktor 1000 durchrechnen und dann in Anführungszeichen mit Millivolt rechnen, statt mit den normalen Volt oder den normalen Kommazahlen, die wir haben. Jetzt muss man da nur aufpassen. Wenn wir bei so Festkommazahlen die mathematischen Operationen durchführen, dann funktioniert das bei Addition und Subtraktion ohne Probleme. Bei Multiplikation und Division muss man aufpassen, da muss man einen Korrekturfaktor einführen. Das heißt, wir gucken uns bloß mal ein Beispiel an, wie wir sowas rechnen können. Wir nehmen zwei Zahlen. Ich nehme eine Zahl Z1 an dieser Stelle. Das sei jetzt die 3,14, die wir vorher hatten. Und ich nehme eine Zahl Z2. Die sei jetzt 1,02.
Das sind jetzt zwei Zahlen. Und jetzt machen wir den Übergang. Ich gehe jetzt sozusagen zur Festkommazahl in Anführungszeichen. Das heißt, hier multipliziere ich mal 1000. Das heißt, ich sage jetzt daraus, mache ich die Zahl Z1F. Das ist die Zahl 3140, indem ich hier mal 10 hoch 3 multipliziert habe. Und ich komme zu einer Zahl Z2F in der Festkommadarstellung an dieser Stelle. Die ist 1020. Das heißt, hier beide mit 1000 multiplizieren. Jetzt kann ich sagen, okay, was passiert, wenn ich eine Addition mache? Addition Z1F plus Z2F ist an dieser Stelle 3140 plus 1020, rechnen wir das aus, ergibt 4160. Und dann sehen wir, okay, das entspricht jetzt wieder, wenn wir sagen, das Komma wäre an dieser Stelle, das entspricht jetzt einer Zahl 4,16 an dieser Stelle, oder eigentlich 4,160, wenn wir so wollen, wir haben die zusätzliche 0 dort mit drin, kein Problem. Hier hat sich nichts geändert, das heißt, ich kann addieren diese umgewandelten Zahlen ohne Probleme. Das gleiche bei der Subtraktion, auch dort ändert sich nichts. Wenn ich sage Z1F minus Z2F, also hier 3140 minus 1020 nehme, kommen wir auf 2120 und auch das entspricht jetzt hier 2,12. Das wäre das gleiche, wenn wir hier 3,14 minus 1,02 nehmen. Das heißt, auch das gar kein Problem. Interessant wird es jetzt bei der Multiplikation. Das heißt, wenn wir die beiden Zahlen miteinander multiplizieren, Z1F mal Z2F nehmen, was kriege ich dann raus? Dann habe ich hier 3140 mal 1020. Rechnen wir das aus, sehen wir schon, es gibt eine Zahl, die größer als eine Million ist. Das heißt, ich habe hier 3.202.800. Das wäre jetzt die Zahl, die wir dort rausgekriegt haben. Und jetzt sehen wir hier ein Problem. Warum würde ich Z1 mit Z2 multiplizieren? Also hier 3,14 mal 1,02 nehmen, dann sehen wir, okay, dass wir jetzt 3,14 mal 1,02, dann kriegen wir hier 3,2028, beziehungsweise hier das Abschneiden 3,202. Und jetzt sehen wir tatsächlich hier, ich kann jetzt diese Zahl nicht interpretieren, an der Stelle sagen in Millivolt, das sind 3202 Volt, wenn ich hier sage, das ist 1000. Ich muss also jetzt hier das hier nochmal 1000 dividieren, um auf eine Zahl zu kommen, 3202, schneiden wir einfach den Rest ab und das entspricht jetzt wieder diesen 3,202. Das heißt tatsächlich, bei der Multiplikation müssen wir hier an der Stelle, wenn wir diese umskalierten Festpunktzahlen nehmen, hier um den Faktor 1000 umskaliert, müssen wir durch den Faktor 1000 teilen. Jetzt könnte man dasselbe noch für die Division durchführen und dann würde man sehen, bei der Division müsste ich im Anschluss mal 1000 nehmen an dieser Stelle. Das spielt aber für uns jetzt keine Rolle, weil wir für unsere Regelrealisierung bloß die Multiplikation brauchen. Das heißt, was machen wir? Wir gehen nochmal kurz zurück. Wir werden in unserem Algorithmus, das heißt hier die Werte XD, Sollwert, Istwert, Summe, P-Anteil, I-Anteil, KP, KI, KD und so weiter, alles rechnen, als ob wir in Anführungszeichen mit Millivolts rechnen. Das heißt, wenn wir hier an der Stelle einen Sollwert haben von 0,25 Volt, multiplizieren wir das mit 1000, kommen auf 250, rechnen dann damit so und werden unseren Regler so auslegen und können dann hier an der Stelle mit Integer-Zahlen rechnen. Das bringt bei dem Prozessor, den wir im Praktikum benutzen, ca. einen Faktor 20 bis 30 Geschwindigkeitsvorteil. Das heißt, dann können wir diesen Regelalgorithmus in der Zeitdauer bei 70 MHz Takt von ca. 2 Mikrosekunden durchführen und wenn man den mit Float-Zahlen machen würde, braucht derselbe Mikrocontroller an dieser Stelle so 50, 60 Mikrosekunden, um das zu berechnen und dann können wir nicht jeden PWM-Takt einen Wert berechnen. Das heißt, was wir machen werden ist, tatsächlich werden wir die Werte umrechnen. Wir werden also hier die ganzen Größen mit einem Faktor 1000 skalieren
müssen dann aufpassen, dass wir bei der Multiplikation hier jeweils wieder durch einen Faktor 1000 teilen. Das heißt zum Beispiel, schreiben wir es kurz auf, wenn wir hier sagen, ich habe diesen P-Anteil, für den P-Anteil kriegen wir dann raus, ich habe hier einen Faktor P ist KP mal unsere Regeldifferenz, dann sind die Werte, die wir hier haben, das KP umgerechnet das ursprüngliche KP mal 1000 und XD die Regeldifferenz XD in Millivolt, auch sozusagen umgerechnet. Und dann muss ich nach dieser Multiplikation hier wieder durch 1000 teilen und habe dann hier die Zeile, um den P-Anteil zu berechnen, mit dieser Festkomma-Zahlendarstellung, mit dieser Umrechnung. Das ist jetzt noch nicht die schnellste Möglichkeit, das auszurechnen. Am allerschnellsten im Mikrocontroller wäre es, wenn wir diese Umrechnung nicht machen, zum Beispiel mit einem Faktor 1000, sondern mit einer Zweierpotenz, weil wir dann an dieser Stelle diese Division durch Bitshift-Operationen nachbilden können und nicht eine Integer-Division machen müssen. Das bringt jetzt aber hier bloß, ich habe es ausprobiert, ungefähr bei unserem Cortex-M3-Prozessor bringt das bloß 10% Zeitersparnis letztlich. Zumindest mit dem C-Compiler, den wir dort verwendet hatten. Gut, das ist das eine. Das heißt, wenn wir den Regler realisieren, werden wir an dieser Stelle diese Festkommazahlen idealerweise einführen und nicht mit den Floats rechnen. Achtung, aber nur natürlich, wenn der Mikrocontroller keine Floating Point Unit hat. Ansonsten ist das unnütz, weil er dann schnell multiplizieren kann. Und jetzt eine letzte Anmerkung, eine kleine Falle beim Umrechnen unseres analogen Reglers. Müssen wir etwas beachten. Das heißt, wir haben im vorhergehenden Praktikumsversuch haben wir unseren analogen Regler kennengelernt an dieser Stelle über diese PI-Regler-Realisierung mit OP. Das heißt, ich hatte hier diesen OP-invertierende Eingang, geht an diesen Spannungsteil aus R1 und einem Widerstand R-Bias. Am nicht invertierenden Eingang liegt die Spannung UREF an. Und dann haben wir hier in der Rückführung die Widerstände R2 und den Kondensator C, um diesen Regler zu realisieren. Und tatsächlich liegt hier oben die gemessene Ausgangsspannung an. Das sagen wir, das wäre jetzt eine DC-Größe plus eine kleine zeitliche Veränderung. Und jetzt muss man hier aufpassen, Achtung, am Ausgang entsteht jetzt hier die Reglerspannung, die für die PWM benutzt wird. Das wäre jetzt auch UC plus Delta UC. Für Kleinsignale spielt der Widerstand R-Bias keine Rolle, weil UREF hier ein reines DC-Signal ist. Das heißt, für die AC-Anteile, für diese Anteile Delta UA und Delta UC, wird die Schaltung zu folgendem. Dort haben wir dann nur den Widerstand R1 wirksam. Der nicht invertierende Eingang liegt scheinbar auf Masse und der OP ist ansonsten unverändert mit seiner Beschaltung für diesen analogen PI-Regler. Wenn wir jetzt aber hier dann für Delta UC und Delta UA die Übertragungsfunktion dieses PI-Reglers berechnen, sehen wir, sind zwar nur diese Komponenten R1, R2 und C vorhanden, aber uns fehlt der runtergeteilte Spannungsteiler. Das heißt, in unserem Praktikum haben wir denselben Spannungsteiler, den wir vorher analog zur Messung benutzt haben, aus genau diesen Widerständen R1 und R-Bias und schließen dort unseren ADC an, unseren AD-Wandler. Und wenn ich danach jetzt den diskreten Regler mache, Regler hier aber im diskreten Bereich, haben wir hier vorne eine Spannungsteilung um den Faktor 10 runter. So ist der, glaube ich, dimensioniert, oder halt um dieses Spannungsteilerverhältnis von diesem R-Bias durch R1 plus R-Bias. Das heißt, hier habe ich UA plus Delta UA und für beide wirkt jetzt hier für AC dieser Spannungsteiler. Das heißt, für AC haben wir hier einerseits einen Spannungsteiler 1 durch K und dann geht das auf den ADC und dann geht das erst auf den Regler. Ich habe also
in meinem Regler an dieser Stelle eine zusätzliche Reduzierung der Verstärkung, um das Spannungsteilerverhältnis hier K R-Bias geteilt durch R1 plus R-Bias, wenn ich diesen selben Spannungsteiler nehme, um den digitalen Regler zu realisieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich muss meine Reglerparameter genau um diesen Faktor umskalieren. Das heißt, für an dieser Stelle, Moment, kurz, das wäre, wenn ich das so definiere, hier oben ist das nur der Faktor K. Für K gleich 1 Zehntel muss ich meine Reglerparameter umrechnen. Das heißt, aus Kr folgt dann mein Kr diskret. Das ist dann hier an der Stelle 1 durch K mal Kr oder in unserem Fall halt 10 mal Kr. Und genauso aus unserem Ki folgt das Ki diskret an dieser Stelle, was 1 durch K mal das Ki ist des analogen Reglers. Gehen wir nochmal kurz hoch. Das Ki des analogen Reglers wäre eigentlich, also mit der Ablasszeit gewichtet TA zu TN, wäre also hier 10 mal oder 1 durch K TA zu TN. Und darauf müssen wir jetzt aufpassen, wenn wir das umsetzen. Ansonsten sind unsere Reglerparameter grob falsch.